Natürlich liegt dir die Gesundheit deiner kleinen Fellnase sehr am Herzen. Und auch wenn du sie nicht vor allen Verletzungen und Krankheiten beschützen kannst, gibt es durchaus Dinge, auf die du achten kannst, um die Gesundheit deiner Katze so gut es geht aufrechtzuerhalten und das Risiko für schwere Erkrankungen bedeutend zu senken. Augen auf beim Katzenkauf. Die Gesundheitsvorsorge beginnt schon bei der Anschaffung deiner Katze. Denn einige Rassen sind besonders anfällig für bestimmte Krankheiten. So zum Beispiel die Scottish Fold Katze. Sie wirkt mit ihren großen Augen und den gefalteten Ohren zugegebenermaßen besonders niedlich, doch genau dieses Aussehen fordert seinen Tribut. Die süßen Faltohren sind die Folge einer krankhaften Genmutation und das führt zur sogenannten Osteochondrodysplasie, kurz OCD. Diese Krankheit führt bei vielen Scottish Fold Katzen im Laufe ihres Lebens zu schweren und schmerzhaften Knochenschäden, Lahmheit, Arthrose und Berührungsempfindlichkeiten. Die britisch Kurzhaarkatze sieht der Scottish Fold übrigens nicht nur sehr ähnlich, sie ist die ursprüngliche und gesunde Alternative zur Faltohrkatze. Auch Perserkatzen und zum Beispiel Exotic Shorthairs können Probleme kriegen, wenn der Züchter zu großen Wert auf eine kleine oder sogar quasi nicht mehr vorhandene Nase legt. Die Atemwege dieser Rasse sind dann stark verengt, so dass sich enorme Probleme beim Atmen, insbesondere an heißen Tagen oder in etwas staubigeren Haushalten ergeben. Einige dieser Katzen beginnen dann sogar zu röcheln und können richtiggehend ein Gefühl des Erstickens verspüren, weil sie derart kaputt gezüchtet wurden. Und wir sind der Meinung, das ist nicht weniger als Tierquälerei. Insgesamt solltest du dich vor der Anschaffung einer Rassekatze gut informieren und einen vertrauenswürdigen Züchter wählen, dem das Wohl der Katze und nicht an erster Stelle sein Geldbeutel am Herzen liegen. Wenn dein Liebling später schwer krank wird und ständig behandelt werden muss, ist das nicht nur teuer, sondern auch für dich als Halter nur sehr schwer zu ertragen. Zweitens, ausreichend Bewegung und Schlaf. Jeder weiß, dass Menschen und Tiere gleichermaßen mit gestärkten Immunsystemen seltener erkranken. Was kannst du also tun, um für ein gesundes Immunsystem deines Lieblings zu sorgen? Zum einen solltest du auf ausreichend Bewegung und Auslauf achten. Das ist auch bei Wohnungskatzen möglich, indem du ihnen zum Beispiel einen gesicherten Ausgang auf dem Balkon und wenn das nicht möglich ist, zumindest regelmäßige Spielstunden mit ihnen einlegst. Diese Spielstunden regen zum Rennen an und halten deine Mieze auf Trab. Auf der anderen Seite benötigen Katzen aber auch einiges an Schlaf. Für ein ruhiges und ungestörtes Nickerchen benötigt deine Katze einen Rückzugsort. Außerdem solltest du vermeiden, in den Tiefschlafphasen deiner Mieze zu saugen oder plötzlich laute Musik zu hören. Drittens, die richtige Ernährung. Neben Bewegung und Schlaf ist die richtige Ernährung das A und O für ein gesundes Immunsystem. Im Futter deiner Samtpfote sollten alle essentiellen Nährstoffe enthalten sein. Das richtige Futter besteht aus einem sehr hohen Fleischanteil und sollte ohne überflüssige Zusatzstoffe, Getreide oder Zucker auskommen. Ähnlich wie bei uns Menschen begünstigt der Zuckerkonsum auch bei Katzen diverse Tumorerkrankungen. Die meisten Dosenfutter aus Lebensmittelgeschäften und Drogerien süßen das Futter dennoch. Auch hier gilt, die Investition in hochwertiges Futter lohnt sich. Es ist zwar unter Umständen etwas teurer, lässt deine Katze aber gesünder und länger leben und spart dir wahrscheinlich den ein oder anderen Tierarztbesuch. Mit zum Punkt Ernährung gehört selbstverständlich auch das Thema Wasserkonsum. Insbesondere wenn deine Mieze häufig Trockenfutter erhält, ist es unbedingt erforderlich, dass sie genug trinkt, um fit und gesund zu bleiben. Trinkt deine Katze zu wenig, kann das zu erheblichen Nierenschäden führen. Diese zählen nicht umsonst zu den häufigsten Todesursachen von Katzen. Sorge für einen ausgeglichenen Wasserhaushalt deines Stubentigers, indem du ausreichend Trinkmöglichkeiten zur Verfügung stellst. Bei besonders trinkfaulen Katzen kann ein Trinkbrunnen helfen. Katzen werden durch den Brunnen zum Trinken angeregt, da das fließende Wasser für sie reizvoller ist als ein stehendes Wasser im Napf. Viertens, die Katzenpsyche. Auch unsere Vierbeiner können psychisch erkranken. Zum Beispiel bekommen manche Katzen bei viel Leid und Kummer eine Art von Depression, wodurch sie sich weniger bewegen oder sogar das Fressen verweigern. Eine liebevolle Beziehung zu deiner Katze ist also ebenso wichtig für die Aufrechterhaltung ihrer Gesundheit wie rein physische Faktoren.
Du solltest beispielsweise für eine gute Balance zwischen Ruhe und Zuwendung sorgen. Dabei ist natürlich jede Katze ein bisschen anders. Versuche deswegen am besten zu beobachten, was sie gerade braucht. Zieht sie sich zum Beispiel zurück, dann lauf ihr nicht hinterher und zwing sie zum Kuscheln. Kommt sie aber von sich aus zu dir, dann ist es Zeit für jede Menge Aufmerksamkeit. Wenn du das Gefühl hast, dass deine Katze dennoch irgendwie unglücklich oder unzufrieden ist, dann ist sie vielleicht einsam. In diesem Fall solltest du über die Anschaffung einer weiteren Katze nachdenken, denn Katzen sind keine Einzelgänger und benötigen im Optimalfall den Austausch mit anderen Katzen, um sich rundum wohlfühlen zu können. 5. Dem Tierarzt einen Besuch abstatten. Das Risiko für viele schwere Katzenkrankheiten lässt sich durch Impfungen häufig reduzieren. Besprich deshalb mit deinem Tierarzt, welche Impfstoffe für deine Katze sinnvoll sind. Bedenke dabei aber gleichzeitig, dass auch Impfungen nicht ohne Risiko sind und du nicht zu viel impfen lassen solltest. Außerdem solltest du gerade mit älteren Katzen zum jährlichen Check-up gehen. Eventuelle Krankheiten wie Tumore können frühzeitig erkannt und behandelt werden, um Schlimmeres zu verhindern. Ansonsten gilt prinzipiell immer, sei wachsam und aufmerksam. Solltest du einmal bemerken, dass sich deine Katze komisch verhält oder du das Gefühl hast, dass ihr etwas fehlt, dann geh lieber einmal öfter zum Doktor als einmal zu wenig. Im Zweifelsfall rettest du deiner Fellnase damit das Leben. Bei welchen Anzeichen du auf jeden Fall zum Tierarzt gehen solltest, erfährst du, wenn du auf das Bild auf der linken Seite klickst. Und mit einem Klick auf das rechte Foto erfährst du, welche 4 Dinge dein Tierarzt möglicherweise vor dir verheimlichen will.